Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie da herzlich für das nächste Video in unserem Thema Topographie des Halses. Wir haben am Schluss des ersten Videos haben wir noch kurz etwas zu den Leitungsbahnen im Netter angeschaut. Die werden wir später noch einmal etwas genauer anschauen. Jetzt machen wir etwas zum Querschnitt des Halses. Man spricht da auch vom sogenannten Guillotinenschnitt. Also der ist benannt, der Guillotinenschnitt, ja, einfach nach der Guillotine oder nach dem Arzt Joseph Guillotin. Das war ein französischer Arzt, der während der Französischen Revolution gelebt hat, und der hat den Auftrag erhalten, also die Vollstreckungen der Todesurteile etwas humaner zu machen, die da ja zu Tausenden ausgesprochen worden sind während der Französischen Revolution. Also alle möglichen Leute aus dem Adel, aus der gebildeten, aus der klerikalen Schicht, ob sie beim Militär, bei der Polizei oder wo auch immer tätig waren, die wurden ja abgeführt, denunziert und ja zu Tode verurteilt. Und damit das etwas schneller und humaner vor allem von sich ging, hat man sich da auf die Suche gemacht, wie man das erledigen kann. Und dieser Joseph Guillotin hat dann eine Vorrichtung, die bereits in Belgien angewandt wurde, etwas verbessert. Also er hat dieses Fallbeil etwas stabiler gemacht, damit es auch transportiert werden konnte und so weiter. Und das wurde dann nach ihm benannt. Ja, also das schauen wir direkt in einem Arbeitsblatt an. Da haben Sie dieses Arbeitsblatt erhalten mit dem Dateinamen Topohals 5, und das besteht aus zwei Seiten. Also Sie sehen, da sind auf dieser Abbildung, das wäre jetzt eben so ein Querschnitt. Hier wäre dann ventral und hier wäre dorsal. Das Braune ist Muskulatur, was hier so etwas orange und wolkig gefärbt ist, das wäre Subcutis und so weiter. Und wir haben da verschiedene Ziffern, also teilweise arabische Zahlen, dann haben wir römische Zahlen und dann haben wir Buchstaben. Und die Buchstaben, die bezeichnen Organe, und da möchte ich Sie bitten, drücken Sie doch mal die Stopptaste und machen Sie mal die Buchstaben selber. Die anderen, die arabischen und die römischen Zahlen, die machen wir dann gemeinsam. Gut. Also dann schauen wir doch mal, ob das gegangen ist. Ja, ich hoffe, ja, ich glaube, das können wir schnell hier so anschauen. Also das Gelbe hier, der Buchstabe A mit etwas Fantasie, ist das die Halswirbelsäule, und hier innen drin haben wir dann das Rückenmark. Das ist jetzt einfach ein Halswirbel. Dann haben wir hier einen quasi zusammengedrückten Muskelschlauch. Das wäre dann der Ösophagus. Also der Ösophagus ist ja, wie gesagt, eben ein weicher, muskulöser Schlauch. Und wenn da keine Nahrung hindurchgedrückt wird, dann ist der zu. Also das heißt, die Innenwände berühren sich. Im Gegensatz zur Trachea, das ist hier C, da haben Sie hellblau so eine Knorpelspange, und hinten haben wir ja den Musculus trachealis, also so einen Weichteilverschluss. Aber dank dieser Knorpelspange wird die Trachea ja in jeder Körperposition offen gehalten, damit die Atmung ungehindert strömen kann. Direkt hier vor dem Hals, also vor der Trachea, also ventral an der Trachea liegend, hier dieses Orange da, das ist die Thyroidea, die Schilddrüse. Und mit etwas Fantasie sehen Sie hier E in der
Kapsel der Schilddrüse eingelagert, die Nebenschilddrüse, die Parathyroidea, also die Epithelkörperchen. Jetzt haben wir, wie gesagt, hier noch eine Reihe von Muskeln und Faszien. Ich denke, das können wir vielleicht miteinander machen. Und dazu muss ich das Ganze halt am besten wieder horizontal nehmen. Also einfach umdrehen, damit das geht. Wegen der Kamera. Ja, ich glaube, so geht es einigermaßen. Ja, Sie haben es ja dann auch vor sich. Ungefähr so geht das. Also schauen wir uns mal die Muskeln an. Hier haben wir die Nummer 1. Das wäre jetzt also dieser Halsteil des Musculus trapezius. Moment. Also Sie haben ja hier, das haben wir ja im vorhergehenden Video angeschaut gehabt, hier haben Sie da diese Halswirbelsäule mit dem Ligamentum Nuche. Und wenn ich jetzt da mal schnell versuche, den Musculus trapezius mal, ja, oh, das ist sehr schön. Also hier haben Sie den linken, oder Sie sehen, auf Deutsch wird der ja Kapuzenmuskel genannt. Und wenn wir den mal so schön von hinten anschauen, dann ist einfach dieser Teil da, also hier wäre es ja dann symmetrisch rechts, oder? Das liegt dann so auf dem Schultern und oberen Rückenteil wie die Kapuze einer Jacke. Und dann haben Sie hier diese horizontal und aufsteigenden Fasern, die dann, wie gesagt, hier diesen oberflächlichen Teil der Halsmuskulatur bilden. Gut, also das wäre dieser Trapezius. Und Nummer 2 ist dann die tiefer liegende Schicht. Das können wir einfach zusammenfassen als tiefe Nackenmuskulatur. Nummer 3, ich mache das mal noch etwas verstärken. Nummer 3 wäre dann dieses Ligamentum Nuche, dieses Nackenband. Dann haben wir irgendwo die Nummer 4. Ah, das ist die Scalenus-Muskulatur. Hier ist die Nummer 4, da haben wir 1, 2, 3, also einen posterioren, einen medius, einen mittleren und einen anterioren, einen vorderen Muskel. Das ist die Scalenus-Muskulatur. Diese drei Muskeln, die werden... Ganz schnell das Zettel suchen. Diese drei Muskeln, die werden auch Atemhilfsmuskeln genannt, oder? Also Sie können sich hier irgendwie so den Kopf vorstellen und dann haben Sie da die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und da hängt ja dann der Thorax, also da ist ja dann der Thorax. Und jetzt haben Sie da diese drei Muskeln, die kommen jetzt unterschiedlich hoch, kommen die einerseits an die Clavicula bzw. an die erste Rippe, also da verzichte ich jetzt drauf, das ganz genau zu machen. Also es sind im Prinzip drei Muskeln, also sechs auf jeder Seite drei, die im Prinzip den Thorax an der Halswirbelsäule aufhängen. Und wenn Sie eine Einatmung machen, also wenn die Rippen angehoben werden, damit sich das Thoraxvolumen vergrößert, dann helfen diese Muskeln mit, die Rippen nach oben zu ziehen. Gut. Ja. Okay. Okay, also diese Scalenus-Muskeln, diese drei Muskeln.
Nummer 4. Und dann haben wir irgendwo eine Nummer 5. Ah ja, genau, das wäre jetzt der Sternocleidomastoideus, der schräg verlaufende ventrale Halsmuskel. Ja, also der ist schräg verlaufend. Und dann, Albert, das ist die Nummer 5. Und dann haben wir 6 und 7. Das wäre jetzt, 6 ist der lange, schlanke, der Sternohyoideus, also der vom Sternum bis ganz nach oben zum Hyoid geht. Und dann haben wir darunterliegend den Sternothyroideus, also derjenige, der vom Sternum an den Schildknorpel an die Cartilago Thyroidea geht. Also direkt auf der Thyroidea liegt und die bedeckt. Also 6 ist der oberflächliche, das ist der Sternohyoideus. Und 7 ist dann der Sternothyroideus. Also der ist oberflächlich und der ist tiefer. Und das sind die Vertikalen. Die vertikal, die senkrecht verlaufenden Halsmuskeln. Gut. Und dann haben wir, wo sind wir, noch eine Nummer, ah, hier die Nummer 8. Genau, da sehen Sie hier diesen, also diesen dünnen, flächigen Muskel in der Subkutis, diesen Hautmuskel. Eben, er hat keinen Kontakt zum Skelett. Der Musculus Platysma oder halt einfach Platysma. Gut. Für das Einzeichnen der Faszien bitte ich Sie, einfach das mal irgendwie selber zu machen. Also wir haben die oberflächliche Halsfaszie. Die kleidet, ich mache das mit einem Filzstift mal etwas groß, damit Sie es gut sehen. Die kleidet hier mal den Sternocleidomastoideus ein, so, und dann geht sie hier vorne durch, diese oberflächliche Halsfaszie, und dann hinten, ja, packt sie mir auch noch diese Muskeln ein. Aber für Sie wichtig zu wissen ist, dass wir da, wenn Sie da einen Zugang haben dann oder machen müssen zur Schilddrüse, ja, müssen Sie ja vor allem die Situation hier ventral kennen. Gut, also das Rote da ist also diese oberflächliche Halsmuskulatur, Halsfaszie, Entschuldigung. Ja, und wenn Sie sich das vielleicht so im Sinn einer Eselsbrücke oder als eine Lernhilfe aufschreiben wollen, die packt mir mal den Sternocleidomastoideus ein. Ja, ich muss da aus Platzgründen aufhören. Ja. Gut, und dann haben wir die mittlere Halsfaszie. Da nehme ich eine andere Farbe. Mal schauen, was ich da noch habe. Blau. Und die packt mir da mal diese infrahyale Muskulatur ein, also diese Vertikalen da. Macht auch vorne eine Verbindung durch und dann haben wir hier noch einen kleineren
nebenliegenden Muskel, den brauchen wir so nicht zu wissen. Aber was wir hier dann haben, aus dieser mittleren Faszie heraus, ist diese Umhüllung der drei großen Leitungsbahnen lateral am Hals. Die schreiben wir dann noch an. Rot ist die Carotis communis, blau ist die Jugularis interna und der grüne Punkt da, das wäre dann noch ein Nerv, das ist der Nervus vagus. Also das Blaue ist die mittlere Halsfaszie. Ja, die umkleidet mir da die vertikale Muskulatur. Sie können ja hier noch, wenn man jetzt den Rumpel hier, können Sie ja noch so machen. Hm? Gut. Ja, also die ist für die infrahyale Muskulatur. Und die Vagina carotica zuständig. Gut. Und dann haben wir noch diese Capsula fibrosa, die wir auch als Eingeweidefaszie umschreiben können. Ich mache das mal, ja, oder vielleicht mit einer anderen Farbe, mit Grün vielleicht. Aber ich strichle das nur. Also das wäre dann die Faszie, die da so im Prinzip, ja eben die Organkapsel der Schilddrüse bildet. So, das ist diese Eingeweidefaszie. Oder halt die Capsula fibrosa oder externa der Schilddrüse. Ja, und dann haben wir noch ganz tief im Hals drin liegend, machen wir das der Vollständigkeit halber noch, die prävertebrale oder tiefe Halsfaszie. Ich muss eine Farbe suchen. Ja, vielleicht habe ich da noch dunkelgrün. Ja, prävertebral, die geht da so vor der Halswirbelsäule durch und vereinigt sich dann da hier mit diesem Fasziengewebe so. Also das wäre einfach noch die prävertebrale oder tiefe Halsfaszie. Entschuldigung, prä, das ist ein R, prävertebrale. Oder Tiefe. Halsfaszie. Also wir haben insgesamt haben wir vier Faszien. Die oberflächliche, die wir erkennen, weil sie mal vorne durchgeht, das ist dann so die erste. Die umkleidet mir da den Sternocleidomastoideus, also die schräge ventrale Halsmuskulatur. Dann habe ich die mittlere Halsfaszie, welche mir die kleinen infrahyalen vertikal verlaufenden Muskeln einkleidet und die Vagina carotica abspaltet. Und dann habe ich noch eine dritte Halsfaszie, die gleichzeitig die Organkapsel der Schilddrüse bildet, also dieses orangen Teil ist hier und dann halt einfach der Vollständigkeit halber hier hinten noch diese prävertebrale oder tiefe Halsfaszie. Gut, also das wäre etwas zu diesen Faszien. Dann haben wir im Hals halt auch noch eine Reihe von Leitungsbahnen, also der Hals ist einfach ein Körperabschnitt, der sehr schlank und sehr dünn ist und da läuft einfach ganz vieles durch, also Verbindung von Kopf zum Körper, da ist einfach ganz viel auf kleinem Raum zusammen. Und das habe ich mit den römischen Ziffern angezeichnet. Also wir haben hier die römisch 1, das ist diese Vagina carotica, ich muss da jetzt vielleicht etwas hin und her rutschen. Oder ich nehme es mal hier so rüber.
Also diese Vagina carotica mit der Carotis communis. Der Vena jugularis interna. Und dem Nervus vagus. Dann haben wir römisch 2 hier, diesen kleinen grünen Punkt, also auf dieser Seite dann auch. Das ist ein Nerv, der auf der Scalenusmuskulatur liegt. Das ist der Nervus phrenicus, also der Zwerchfellsnerv. Dann haben wir in der Rinne zwischen der Trachea und dem Ösophagus haben wir auch je einen Nerven. Sie müssen einfach genau schauen. Das ist jetzt halt leider etwas verschlimmbessert worden durch das Einzeichnen der Eingeweidefaszie. Also hier das ist das römisch 3. Das wäre der Nervus laryngeus recurrens. Oder wir können es auch ausschreiben. Gut. Dann haben wir römisch 4 hier angedeutet. Das sind zwei spannende Gefäße. Das ist die Arteria und die Vena vertebralis. Die laufen in den Querfortsätzen der Halswirbelsäule. Also die sind im Knochen drin. Vertebra ist ja der Wirbel und dann ist die Arteria und die Vena vertebralis, Entschuldigung, ist dann also die Wirbelarterie bzw. die Wirbelvene. Und dann haben wir noch diese kleinen Abflüsse, welche ebenfalls aus dem Gebiet von Hautmuskulatur des Kopfes kommen, Richtung Thorax gehen. Das ist die Vertebralis externa und die Vertebralis anterior. Hier hinten hätten wir dann noch eine Vertebralis posterior, aber da habe ich darauf verzichtet, die noch da reinzunehmen. Also hier römisch 5 ist dann die Jugularis externa und römisch 6 ist die Jugularis anterior. Also Jugularis heißt ja so viel wie Drossel, Drosselvene. Und das sind einfach Venen, die hervortreten, wenn der Hals zugedrückt wird, also wenn sie jemanden erdrosseln. Also lieber nicht, oder? Hat auch etwas mit dem Joch zu tun, das man auf dem Hals trägt, das dann aber eher bei Zugtieren. Also also wenn Sie da so an Ochsen denken, die ein Joch auf dem Nacken haben, dann wird das Joch durch ein Band am Hals dieser Tiere befestigt, und wenn man das zu sehr zusammenzieht, dann tritt halt die Jugularvene der Ochsen halt auch hervor. Vielleicht besteht da etymologisch einen Zusammenhang. Das weiß ich jetzt aber direkt gerade nicht. So. Gut, also das wäre etwas zum Guillotinenschnitt. Wir können vielleicht einmal noch hier irgendwo schauen, ob wir da vor allem diese Gefäße sehen. Ja, wir haben hier noch einmal diese Seite 29 und da sehen Sie die Halswirbelsäule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Halswirbel. Hier haben Sie dann erst den ersten Brustwirbel. Und da haben Sie die Querfortsätze, Prozessi transversi, der Halswirbel. Und in diesen Querfortsätzen läuft jetzt da die Arteria und die Vena vertebralis, die
Vene ist hier nicht eingezeichnet. Und hier sehen Sie das noch einmal etwas vergrößert vom Dorsal. Das wäre der Atlas und hier wäre der Axis, also der oberste bzw. der zweitoberste Halswirbel. Ja. Ist ein hirnversorgendes Gefäß, also diese Arteria vertebralis, hier die linke und hier die rechte, die gehen dann durch das Foramen Magnum in die Schädelhöhle hinein und dann weiter Richtung Hypophyse, wo sie sich dort mit der Carotis interna vereinigen. Aber das sehen wir dann etwas später. Ich habe das Ihnen hier noch auf dem Tablet darzustellen versucht. Also wenn wir hier mal, sieht man es, ja, ist ein bisschen schwierig. Oder vielleicht kann ich sie, ja, blau geht besser. Hm? Also Sie sehen hier diese Arteria vertebralis, wie sie da nach oben geht. Und auf dieser Seite hier habe ich noch die Scalenus-Muskulatur einzutragen versucht. Hier haben Sie den Posterioren, hier haben Sie den Medius und hier haben Sie den Anterioren. Und Sie sehen, die kommen einfach von verschiedenen Halswirbeln, haben Sie den Ursprung und der Ansatz ist dann dementsprechend das erste, also die erste bzw. die zweite Rippe. Und auf dem Anterioren drauf liegt dann noch dieser Nervus phrenicus, der Richtung Thorax und dann von oben her ans Zwerchfell kommt und das dort versorgt. Oder mit anderen Worten, wenn dieser Nervus phrenicus abreißt, wie es zum Beispiel beim Aufhängen von Leuten passiert oder so, dann ist das Zwerchfell nicht mehr versorgt, kann sich also nicht mehr bewegen und es kommt zum Tod. Ja, gut, das wäre mal etwas zu diesen Leitungsbahnen einfach zum Guillotinenschnitt. Sie können das etwas einüben, wenn Sie wollen. Sie können auf www.learning Apps gehen. Was ist das? .org und dort geben Sie in das Suchfeld einfach Topohals 1 ein. Oder Sie klicken das auf dem App-Blatt an, das Sie von mir erhalten haben. Gut, besten Dank.